Okay, dann nicht. Dann nicht. How do you know you're not patient? Hey! Das wollte ich doch machen. Hallöchen meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. In der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben. Wir haben unseren Camcorder verloren, er ist kaputt gegangen. Und die Atmosphäre wird immer besser in diesem Spiel und da will ich auf gar keinen Fall runterfallen. Hopp. Das haben wir gut gemeistert und hier auf dem Boden lag doch irgendwas. Was die ganze Zeit geglitzert hat und der Anfang fängt wieder so gruselig an wie in der letzten Folge. Okay, anscheinend waren das nur Hirngespenster. Kann man die Tür aufmachen? Ich mag... Aber waren wir hier nicht schon? Follow the blood. Ja, wir waren hier tatsächlich schon. Nach rechts können wir auch nicht, oder? Nö, sieht nicht so aus. Kommen wir wieder in einem erhellten Raum rein und das Spiel speichert wieder und direkt ist hier schon wieder alles eingestürzt. Ist nicht gerade sehr stabil hier. Okay. Aber der Anfang ist nicht so gruselig wie in der letzten Folge, wo wir direkt verfolgt wurden. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet. Ist Vater Martin hier wieder? Ach, Vater Martin stand hier vorhin hier unten, ne? Okay, dann will das Spiel, dass wir hier runtergehen. Und Vater Martin soll mir folgen. Können wir einfach so runterspringen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Müssen wir das... Ja, aber was anderes... Kann hier auch nicht sein, ne? Hopp! Die Framerate war gerade am Abkacken. Du tust mir nichts, oder? Ich tu dir nichts, wenn du mir nichts tust, obwohl ich nur weglaufe. Nur ein Weg nach draußen? Da lang? Okay. Machen wir eine Partnerschaft und wir gehen zusammen hier raus und boxen alle, die uns entgegenkommen. Okay, dann nicht. Dann nicht. Hey! Das wollte ich doch machen. Ich wollte tatsächlich die Tür zumachen. Ey, das kam richtig unerwartet, dass der die Tür zuschlägt. Die Framerate war gerade wieder am Abkacken. Das heißt, dass hier... Was ist denn los? Was ist denn los? Mein PC hat heute wohl nicht seinen besten Tag, was? Aber das Spiel wird heller. Das gefällt mir eigentlich. Aber wieso ist hier wieder so ein... sehr, sehr langer Gang. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich hoffe, hier kommt kein Jumpscare oder irgendwer angerannt. Okay, das Spiel speichert schon wieder. Anscheinend will es ganz oft speichern, aus welchen Gründen. Nein, nicht du! Kannst du nicht einmal verschwinden, oder? Oh, Mann. Das Spiel wird heller. Das Spiel wird sehr viel heller. Was sagt uns das? Ich schätze mal, das Spiel neigt sich langsam dem Ende zu, ne? Und die sind immer noch nicht hier sehr stromsparend. Der kommt ja aber nicht rein, der Schweinepriester, oder? Nein, okay, gut. Hier sind noch nirgendwo Batterien drin, ne? What the fuck? Wieso ist die Tür zu? Was ist das für ein Spielebug? Ich habe auch keine Ahnung, wo es lang geht und ich weiß auch nicht, wo ich mich verstecken soll. Da, oh, da boxt mich nicht. Das ist uncool. Wir gehen wieder zurück. Ich weiß uns nicht, wo wir lang gehen sollen. Aber ich habe die Tür zugemacht. Da hat man gehört, wie er die Tür zerbrochen hat. Ja. Willst du mich verarschen? Okay, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir an ihm vorbeikommen oder irgendwie, weiß ich nicht. Sollen wir jetzt warten? Ja, da kommt er wieder, der Schweinepriester. Ja, will er mich verarschen? Wenn ich er wäre, man könnte mich doch locker holen oder was hast du für Probleme? Hallo? Go away, bitch. Geh weg. Geh weg. Ist der behindert? Ja. Ich brauche gar nicht mehr nachfragen.
Der hat mich nicht gesehen, oder? Der hat mich nicht gesehen. Können wir uns wirklich unter Tischen verstecken? Das wäre schon irgendwie bitter, ne? Der sieht mich, oder? Ja, er sieht mich tatsächlich. Nein, nimm mich nicht. Hi, du bist nicht gerade schön und pack mich nicht an, Bitch. Geh weg. Hallo, hallo. Ja, bist schön am Bluten. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo einen Schweinepriester, der dich schlägt. Okay, wir müssen uns wieder verstecken. Das wird wieder ein langer Part. Das wird wieder ein sehr langer Part, der total unnötig ist. Ja, was? Bist du blind? Ich bin... Oh, er kommt doch näher. Ja, bist ein bisschen zu... Ist ein bisschen zu fett dafür. Ich habe echt gar keine Ahnung, wie wir an dem vorbeikommen sollen. Und ich weiß auch gar nicht, wo wir lang müssen. Aber wir können immer einen Schlag aushalten. Und ich glaube, beim zweiten sind wir schon tot. Je nachdem. Also in der letzten Folge war ja einer mit einer Machete da. Der hatte uns direkt gekillt. Ich laufe da gleich einfach lang. Irgendwo da hinten müssen wir wahrscheinlich lang. Aber was mich freut, ist, dass das Spiel langsam heller wird. Das freut mich immer in Horrorspielen, wenn es hell wird. Er kommt wieder. La 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 la. Wow! Er hat mir den Weg abgeschnitten, der wird intelligent. Kein... Nein! Ah, ich bin tot, was? Ja, ich bin... da hat er mir wohl das Herz rausgerissen. Er hat mir das Herz gebrochen. Okay, da bin ich wieder gestorben. Das wird gruselig, der Part. Aber ich weiß so gar nicht, wo ich lang muss und... Dass er uns so auf den Weg abschneidet, das wundert mich auch. Hier ist nichts. Ach, da oben! Hopp! Bist du dumm? Ach, Gott sei Dank. Oh, da ist eine Leiche. Da geht's nicht lang. Kommt er hier rein? Er kommt hier rein! Yo! Aber wir haben hier richtig mies gegeben. Wir haben ihn gesmackt. Na, komm nur nicht rein. Schade. Aber ich glaube, wir müssten jetzt in Sicherheit sein. Jetzt kommt er rein. Ich will ihn trotzdem noch ein bisschen beobachten. Das ist lustig. Oh. Der ist gar nicht da reingegangen. Okay. Ich denke mal, hier ist noch an. Okay, der sieht tot aus. Hammer. Waren wir hier nicht am Anfang? Komm mal. Oh. Geh runter, ich brauch Platz. Wir sind wieder am Anfang. Heißt das, dass wir bald den Ausgang gefunden haben? To the house of God is in the theater behind the light. In the theater behind the light, you have to see the movie, so that's where I left the card. Okay, hey, Lucas, I need your help. Where are you? Yes, coming. I'm coming. Ja, wo müssen wir ins Kino? Wieso müssen wir ihn überhaupt folgen? Ich verstehe das Ganze nicht. Die Schweinebacke ist wieder weg, ne? Ja. Gut, dass man da nicht lang kann. Ach, das war der Gang von vorhin. Hm. Ah, das ist das Kino, ne? Das ist 100 Pro das Kino. Ist hier... Ja, schätze ich mal, weil hier so ein riesiger Fernseher steht.
Okay, da geht's oben lang. Ich werde erstmal vorher hier gucken, wo die mysterische Musik herkommt. Okay, das geht zum Glück nicht auf. Waren wir hier schon mal? Nee, Exit! Exit! Oh. Wir haben so oft in diesem Spiel schon Exit gesehen, aber konnten das Exit auch nie benutzen. Voll schade irgendwie. Aber ich finde diese Musik schon ein bisschen beruhigend. Ich glaube langsam wirklich, das Spiel neigt sich dem Ende zu. Das Licht ist ganz schön grell. Warte mal. Ach, hier kamen wir her. Okay. Die Geräusche in diesem Spiel, man denkt immer, dass hier irgendwer ist. Sollten wir einen Schlüssel finden, oder? Mir gefällt es auch nicht, dass man sich hier verstecken kann. Irgendwie hinterm Kino, hat er gesagt, ne? Ist da irgendwas? Sonst habe ich keine Ahnung, wie ich jetzt weitermachen soll. Vielleicht irgendwas hier auf dem Billardtisch. Ich schätze mal, hier muss ja irgendwas sein, ne? Sonst hätte das Spiel ja hier so einen Gang nicht hingemacht. Können wir irgendwie klettern? Nee. Oh. Oh, ja, ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß, wo es lang geht. Komm, hopp, hoch. Doch mal so ein kleines Rätselspiel, wo es als nächstes lang geht. Wobei wir bis jetzt eigentlich nie richtig Probleme hatten, was mich auch wirklich freut. Und ein Parcours-Spiel ist es auch, auf jeden Fall. Spielt jemand Klavier? Hört sich gut an, oder? Nee, das ist das Ding da, ne? Aber wer hat das angemacht? Das ist auch eine Frage, die wir uns stellen müssten. Bond. Thomas Bond. Ja, natürlich ist abgeschlossen. Es wird langsam eine Überwachungskamera wieder. Oh, gruselig. Wieso hat er das Klavierspiel abgebrochen? Okay. Hallo? Ist hier jemand? Wallrider? Niemand? Okay. Ist hier jemand? Oh, klar. Mit Sicherheit ist hier jemand. Oh nee, Rollstuhlfahrer. Das sind flackernde Lichter. Aber Vater, kommen Sie doch zu uns. Ganz viele Rollstuhlfahrer sogar. Ah, hier ist das Kino, okay. Das vorhin war wahrscheinlich nur ein Freizeitraum. Exit Interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, Subject Dr. Rudolph. Oh, guck mal, kleiner Film. Zur Abwechslung. The films are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery. None. Ich habe kein gutes Gefühl, hier lange stehen zu bleiben. Aber wenigstens sind die alle tot. Hört sich badass-mäßig von mir an, aber ich will nicht, dass mich einer anspringt ohne Grund. Ich glaube, wir müssten hier in Sicherheit sein. Deswegen gucken wir uns den Film noch ein bisschen an in der Ecke. Okay, es reicht. Es reicht. Der Film ist nicht der beste. Wahrscheinlich nicht von Warner Bros. Gemacht. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwo Batterien sein müssen. Noch ein Ausgang. Aber alle sind abgeschlossen, Mann. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Schon wieder ein Telefon, was vor kurzem aufgelegt wurde. Aber die Frage, die nächste, die wir uns stellen müssten, die erste, wo kommt das Blut her? Zweitens, wer hat den Film angemacht? Der Wallrider ist in der Nähe.
Wernicke ist tot. Wer sind sie? Was wollen sie? Das hier ist zu, ne? Okay. Okay, 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 okay. Okay. Was ist das hier für ein Raum? Müssen wir hier lang oder die Treppe hoch? Oh, eine Akte. Lesestunde mit dem Thomas. Das freut mich immer, eine Akte vorzulesen. Wasch dir schön regelmäßig die Hände am 19. September um 4.19 Uhr. Grant. William irgendwas schrieb. Nekrotisierende Festitis. Wirklich verdammt. Ich kündige. Ist ein bisschen schade, dass das so kurz war. Okay, wir müssen die Treppe hoch. Wir müssen mit Sicherheit die Treppe hoch. Wobei auf Treppen bis jetzt auch noch nie was passiert ist. Was sind das? Kerzen? Ja, Kerzen können wir auch gebrauchen, glaube ich. Oh Mann, die Kamera hat total viele Störungen. Zwar klar, wahrscheinlich müssen wir hier runter lang, ne? Ich wechsle aber vorher die Batterien. Weil während des Laufens, falls wir laufen müssen, will ich nicht meine Batterien wechseln. Das wäre total der, das wäre total der Müll. Das wäre mir überhaupt nicht gefallen. Ah, da ist der Film losgegangen. Müssen wir gleich wieder rennen? Eine Batterie. Danke. Danke, Spiel. Danke. So, jetzt haben wir wieder 6. Oh Mann, das kommt. Das, eigentlich kann man es erwarten, aber dann kam es doch so unerwartet. Mach. Mach doch die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach doch. Willst du? Wieso kann mein Charakter die Tür nicht aufmachen? Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Er hat wahrscheinlich zu viel Angst. Vielleicht müssen wir jetzt die hintere Tür aufmachen. Kann ich mir zumindest... Ah, ich wusste. Es. Und komm nicht wieder. Verstanden? Das hat mich gerade total erschreckt. Okay. Da, 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 da. Die arme Kamera, die war bestimmt teuer und jetzt ist da so ein Riss drinne, weil ich Dummdödel null Reflexe habe und in der letzten Folge ja die Kamera fallen gelassen habe. Können wir jetzt so einfach so reinspringen? Ah, wir müssen wahrscheinlich auf den Balkon springen, was? Okay. Er hat die Kamera nicht fallen gelassen. Von mir aus können wir hier den ganzen Tag bleiben und den Film zu Ende gucken. Aber nein, wir müssen hier... Die Tür war vorhin noch nicht offen. Finde Vater Martin in der dritten Etage. Dann würde ich sagen, das war's dann mit der heutigen Outlast-Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge war. Ich hoffe, die war nicht allzu kurz. Also 10 bis Viertelstunde müssen es immer mindestens sein, meiner Meinung nach. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!